Als Dead Island 2011 veröffentlicht wurde, landete das Zombiespiel ganz schnell auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Deshalb bekam das Spiel auch keine USK-Alterseinstufung und wurde auch nicht offiziell in Deutschland verkauft. Wer in Deutschland versuchte, die Steam-Seite des Spiels aufzurufen, landete bei einer Fehlermeldung. Beim Nachfolger Dead Island Riptide passierte 2013 dasselbe. Doch vor kurzem wurden die beiden Definitive Editions der Spiele zur Prüfung vorgelegt und diesmal gab es von der USK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Damit können die Spiele öffentlich in Deutschland verkauft und beworben werden und seit ein paar Tagen gibt es sie auch in den Download-Stores für PS4 und Xbox One und auf Steam für den PC. Das soll heißen, das Original Dead Island von 2011 und das Original Riptide von 2013 gibt es nicht. Es gibt aber die beiden verbesserten Versionen von 2016. Die kosten jeweils 20 Euro und nutzen die verbesserte Grafik-Engines des in Deutschland immer noch indizierten Dead Island-Nachfolgers Dying Light, für den ja auch schon ein Nachfolger angekündigt ist. If we're gonna survive, we need to get the hell out of here. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. Die Definitive Editionen sehen auch tatsächlich in fast allen Situationen deutlich besser aus als die Originalspiele, obwohl es auch ein paar Stil- und Detailänderungen gibt, über die man streiten könnte. Wenn ihr die beiden Zombie-Spiele aber nachholen wollt, habt ihr jetzt wieder die Gelegenheit dazu, ohne über einen externen Shop oder eine Importversion gehen zu müssen. Bei beiden Spielen sind auch gleich alle DLCs dabei. Wirklich spannend ist aber nur der Story-DLC mit der Bonuskampagne für Rider White, die zum ersten Dead Island gehört. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich hier eigentlich rede, erstes und zweites Dead Island und so, dann hier mal eine kleine Zusammenfassung. Alright, this is fucking crazy. On three. One, two, fucking three! Dead Island ist ein Zombie-Action-Spiel mit sehr weitläufigen Levels. Ihr könnt die Story-Kampagne allein oder mit bis zu drei Mitspielern erleben. Es stehen mehrere Charaktere mit besonderen Fähigkeiten und Spezialisierungen zur Auswahl. Spielerisch bleibt Dead Island ziemlich eintönig, was auch einer der größten Kritikpunkte des Spiels war. I need more champagne. I fucking love champagne. Man nimmt Quests an, sammelt irgendwo Objekte ein oder rettet Überlebende und zerkloppt unterwegs massig Zombies, um dabei auch noch Erfahrungspunkte zu sammeln und im Level aufzusteigen. Außerdem kann man Waffen verbessern und modden und ja, das war's dann auch. Besonders der Kampf gegen die Zombies wird recht bald sehr eintönig, aber gerade im Koop hat Dead Island viele Fans gefunden. What the hell is happening here? What the fuck is wrong with them? Im ersten Dead Island geht das Überlebensabenteuer in einem Hotelresort los, danach geht es aber noch zu drei weiteren Locations, unter anderem in eine Stadt. Zum Durchspielen braucht ihr, je nachdem wie viele Nebenaufgaben ihr machen wollt, so zwischen 20 und 30 Stunden. Dead Island Riptide ist da etwas kürzer, deshalb gilt es auch eher als eine Art Dead Island 1.5. Es ist aber ein eigenständiges Spiel mit einer eigenen Story und Location. Die Geschichte setzt direkt am Ende von Dead Island an und führt euch auf eine neue Insel, wo ihr euch zwischen 12 und 20 Stunden lang durch den Dschungel kämpft und dabei im Kern genau dasselbe macht wie in Dead Island. Sowohl Dead Island als auch Dead Island Riptide sind streng genommen keine sehr guten Spiele, sondern machten eher mit dem ungewöhnlichen Urlaubssetting und dem schockierenden Ankündigungstrailer auf sich aufmerksam. Der anfängliche Zombie-Survival-Rush klingt ziemlich schnell ab, aber wer keine allzu hohen Erwartungen stellt, bekommt hier trotzdem solide Action, die dank des grafischen Updates der Definitive Editions auch heute noch gut aussieht und vor allem zeigt, wie Techland sich mit seinen Zombie-Spielen weiterentwickelt hat. Und als Überbrückung zum Release von Dying Light 2, wo es ja noch keinen Termin gibt, sind die beiden Dead Island-Spiele auf jeden Fall geeignet. Besonders im Koop. Und 20 Euro pro Spiel sind in Anbetracht der Spielzeit auch ein absolut nachvollziehbarer Preis. Finde ich zumindest, die Entwickler sollen ja auch von was leben. Es gibt dann übrigens noch die Dead Island Definitive Collection. Da sind die beiden Neuauflagen zusammen drin, die Version kostet dann aber auch 40 Euro. Als Dreingabe gibt es dort aber noch das Side-Scroll-Action-Spiel Dead Island Retro Revenge dazu, das wahrscheinlich niemand braucht. What, one more?
All right, guys, roll the montage. Andererseits sollte ich wohl nicht so vorlaut sein, schließlich bin ich wahrscheinlich der einzige Fan des Serienablegers Escape Dead Island. The whole project's a failure. No! Listen to yourself. Those things are still out there. Das ist viel besser als ein Ruf mit richtig coolen What the fuck Momenten, aber egal, ich schweife ab. Oh my god, my head. Wake up and save us, save us. Zurück zu Dead Island und damit auch zum Ende dieses Videos, denn mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen, es sei denn, Deep Silver will jetzt noch schnell Dead Island 2 erneut ankündigen. Naja, dann nicht.